Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen. Der siebte Leitsatz. Man findet den Menschen mit seinem außerseelischen und außergeistigen Wesen in diese Welt des Irdischen und Außerirdischen hineingestellt, sofern er in das Irdische, das das Leblose umspannt, hineingestellt ist, trägt er seinen physischen Körper an sich, sofern er in sich diejenigen Kräfte entwickelt, welche das Lebendige aus den Weltenweiten in das Irdische hereinzieht, hat er einen ätherischen oder Lebensleib. Diesen Gegensatz zwischen dem Irdischen und Ätherischen hat die Erkenntnisrichtung der neueren Zeit ganz unberücksichtigt gelassen. Sie hat gerade aus diesem Grunde über das Ätherische die unmöglichsten Anschauungen entwickelt. Die Furcht davor, sich in das Fantastische zu verlieren, hat davon abgehalten, von diesem Gegensatze zu sprechen. Ohne ein solches Sprechen kommt man aber zu keiner Einsicht. Und wir haben, wenn wir eben ausgehen von der Naturwissenschaft, dass diese Naturwissenschaft, diese Angst vor der Illusion und der Fantastik, der unkonkreten Theorie, Experimente durchgeführt hat, wie die Experimente von Michelson oder Moray, auf deren Fuß die das Urteil, es gibt keinen Äther. Die Naturwissenschaft denkt uns also als tote Materie, die keinen Geist und keine Seele hat, sondern nur Funktionalitäten. Und wenn wir darin verbleiben, dann denken wir unseren physischen Leib als einen toten Leib und haben ständig Angst vor Krankheiten und Tod und können so von den ahrimanischen Kräften in diesem Zustand der Angst gehalten werden. Die Naturwissenschaft kann uns hier keine Lösung bieten. Erkraften wir uns im Denken, in der Seele, in unserem Bewusstsein, in unserem Geist, im Gedanken, dann können wir uns losreißen von dieser lebenslosen Theorie und können dann auch finden, es gibt andere Experimente, die durchgeführt wurden, aber die nicht veröffentlicht werden oder ganz im Verborgenen nur zu finden sind, die doch sehr wohl eine Ätherwirkung nachweisen können, sodass wir nicht nur aus der Anthroposophie, sondern auch aus dem Experiment heraus die Existenz des Ätherischen finden können. Und dann können wir die Gedanken hinaufheben in die geistige, außerirdische Welt, dass von dort kommt, das, was unserem physischen Leib das Leben schenkt, der Ätherleib. Dass also der Ätherleib und das Ätherische wirklich existiert. Wenn wir die Kraft haben, unsere Gedanken von der Welt und vom Menschsein so umzuwandeln, dann erkennen wir den Menschen als lebendiges, vom Ätherkräften durchströmtes Wesen und es hört diese Angst vor Krankheit und Tod in gewisser Weise auf oder wird sehr gering, je nachdem, wie weit wir mit unserer Erkräftigung unserer Seele sind. So dass wir wissen, als Geisteswesen wirken wir über das Astrale in den Ätherleib hinein und wir können uns immer wieder in, je nach dem Schicksal, das uns entspricht, den Körper in einem heilen Zustand, in einem gesunden Zustand halten. Durch die Kräfte des Ich. Und so gibt uns die Geisteswissenschaft, die Anthroposophie und auch die Fähigkeit der Imagination, wenn wir an unseren höheren Wahrnehmungsorganen arbeiten, die Fähigkeit und die Kräfte, durch die Imagination das Ätherische, die Ätherströme des Menschenleibes wahrzunehmen. Und sie können uns Gewissheit über die Herkunft des Ätherischen aus dem Außerirdischen geben. Und so sind wir dann als
Mensch, der die Erkenntnis des Menschseins als Geisteswesen sich errungen haben, auch der Gewissheit eines vorgeburtlichen Daseins und eines nachtodlichen Daseins, sodass sich der Mensch, wenn er einen physischen Tod erleidet, sich Astralleib, Ich und Ätherleib herausheben aus dieser toten Materie und in die seelisch-geistige Welt eingehen. Und dass wir dann nach einem gewissen Zeitraum wieder uns verkörpern, indem sich unser Ich und unser Astralleib wieder mit einem Ätherleib verbindet und kleidet und dann den physischen Leib des Elternpaars sucht, um sich verkörpern zu können, so dass wir als physischer Mensch durchdrungen sind von Ätherleib, Astralleib und Ich. Vielen herzlichen Dank.